Hallöchen, Freunde. Ja, wie versprochen, zum Tag treffen wir uns hier wieder. Was brauche ich eigentlich für eine Torch? Torch. Eine Feder. Gut, dann würde ich sagen, machen wir uns doch einfach mal was Neues. In der Nacht war hier irgendwie groß Tovabu. Sorry, Madam. Da hinten. Ach, so eine kleine Horde wahrscheinlich. Das kommt mir eigentlich recht gelegen. Da ist mein Knüppel. Komm noch ran hier auf Meter. Kannst du nicht mal geradeaus? Undetected mit einem großen Auge. Alles klar, läuft. Wer hat das Wetter kaputt gemacht? Das war doch nicht nur ihr zwei, die hier so einen Lärm veranstaltet haben, oder? Alles klar. Madam, darf ich Ihnen bitte zur Hand gehen? Hallöchen. So, hier. Da noch ein paar. Hallo. Guten Tag. Gibt es noch wen? Ich brauche euch alle. Es sind alle Skillpunkte hier. Wie? Hallo? Kannst du mal bitte hier bleiben? Wie könnt ihr denn so vergesslich sein? Das ist echt anstrengend geworden mit euch hier. Da ich euch sonst nie wiederfinde. Fräulein. Beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie sich. Ach. Immer diese kopflosen Reaktionen hier. Der ist weg. Oh, das kann nicht euer Ernst sein. Wie schnell seid ihr denn hier? Könnt ihr euch nicht mal 2 Sekunden auf mich konzentrieren, bitte? Oh. Und dieses Wetter. Wer macht denn sowas? Darf ich Ihnen behilflich sein? Kommen Sie doch mal näher. Hier wird Ihnen geholfen. Da kommt so eine schöne Horde mitten in der Nacht. Natürlich. Jetzt wird wieder Tag. Also, schönes Wetter. Du gehörst doch bestimmt auch noch dazu hier. Komm mal ran hier. Ich brauche noch ein bisschen Level.
Okay, jetzt haben die schon Mechanical Parts dabei. Noch irgendjemand? Ach, hi. Hallo. Suche Opfer. Brauche einfach noch mal ein bisschen Level hier. Damit ich mal meine Waffen und sowas aufwerten kann. Hier ist doch vorne auch noch einer rumzigeunert. Auf dem Dach. Wie bist du denn da jetzt hingekommen? Egal. Es soll nicht mein Problem sein. Sowas Lächerliches. Bringen wir unser Zeugs mal wieder nach Hause. Ich sag euch. Ach hier, die haben sie kaputt gehauen? Sind die bei mir durch die Bude gelatscht oder was? Das kann ich ja nun nicht für gut heißen. Moment, hatte ich nicht eine Wrench? Macht's natürlich düster hier drin, aber das ist mir in erster Linie erstmal egal. In erster Linie erstmal egal. Das ist doch richtig schönes Sprache. Da und da hauen wir jetzt auch einen rein. So. Höpf. Dann wird hier einmal aufgeräumt. Skrepp, Skrepp. So, Essen. Dies, Essen, das. Das. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wofür brauche ich überhaupt diese Empty Cans? Recipes. Boiled Water und Öl. Ach, das brauche ich, um Öl zu machen? Oil Share und Empty Can. Aha. Öl findet man doch eigentlich am laufenden Band. Ja gut, dann legen wir die Dosen einfach mal hier mit rein. Duct Tape haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Naja, hätte ich jetzt noch mal ein bisschen anderes Zeugs reinschmeißen können. Das kann hier bleiben. Hier auf jeden Fall seht ihr ordentlich was an Ding jetzt mal rübergekommen. An Eisen. Dann hauen wir hier noch mal den Sand rein. Dann können wir nämlich hier auch bald mal Clay könnten wir, dann können wir anfangen Flagstones zu machen. Das hatte ich glaube ich schon mal erwähnt. Im Leben brauche ich nicht so viel Sand, aber Herrgott, haben und brauchen. Ihr kennt das Spiel. Das sollte reichen. Das. Gehen wir nochmal Wasser holen. Dann laufen wir nochmal schnell zum Händler rüber und besorgen uns nochmal Eisen. Und mit dem Eisen holen wir uns denn eine Schaufel. Mit der Schaufel können wir uns Clay holen. Mit Clay können wir Cobblestone machen. Mit Cobblestone können wir Flagstone machen. Mit Flagstone bauen wir unsere Hütte.
A² plus B² C². Ganz einfach. Ist doch eine ganz einfache Kiste. Kock. Gut, dann nehmen wir das alles mit. Haben wir noch mehr zu verscherbeln? Das brauche ich alles nicht. Hiervon brauche ich eigentlich nichts. Nehme ich noch Eisen mit. Zack. Kann unterwegs noch mal ein paar Woodframes machen. Sehr gut. Holz sollten wir uns dann auch noch mal besorgen. Und dann laufen wir wieder mal rüber zum Endleer. Wieder mal rüber zum Händler. Diesmal sehen wir mal zu, die Aloe-Pflanzen mitzunehmen. Und dann könnten wir uns auch nochmal einen neuen Reinforced Club machen. Dieser Windhauch, ne? Hört man hier vorm lauter Gestöhne gar nicht. Apropos Reinforce Club. Wie häufig ich jetzt hier schon lang gerannt bin und immer noch Sachen finde zum Looten. Das ist doch nicht mehr normal. Hey Geier. Weiß der Geier oder weiß er nicht? War das gerade eine Schlange oder hat da nur irgendjemand ganz komisch gehechelt? Bunker? Ist das ein Bunker? Bin ich noch hunted? Da schauen wir rein. Alter, hat den bisher einer von euch gesehen? Ich glaub's ja nicht. Geile Nummer. Und ich meine, hier ist auch Zeugsies drinne. Kommen wir hier durch? Ja. Mushrooms. Hallo? Mutti? Hallo, schielig oder was? Hallo? Kann nicht dein Ernst sein. Komm mal näher. Treffe ich dich besser. Oh, nein! Sage mir, was soll denn das? Motchen. Ah. Oh. Ja, also die ersten drei Körpertreffer waren gewollt. Die letzten dann nicht mehr. Und die 7 Falle, die daneben gingen, auch nicht. Hau jetzt einfach auf den Körper, ist mir egal.
So. Hier über uns läuft auch wer lang, ne? Reicht jetzt. Guck an, Holz. Gut, dich hatten wir schon. Sicher, sicher. Aber ich dachte, hier wäre vielleicht noch mal irgendwas Interessanteres drinne. Aber scheint ja nicht so. Nehmen wir das Holz auf jeden Fall mit. Holz kann ich gut gebrauchen zurzeit. Weiß nicht, ob das dieses Öl ist hier gerade. Wenn das dieses Öl hier irgendwie sein sollte, schreibt auf jeden Fall nochmal. Dann könnte man hier nochmal hergehen und gucken, dass man sich das nochmal besorgt. Die zerlegen wir mal wieder fachgerecht. Dann trinken wir mal was fachgerecht. Heute kriege ich wieder eine Mähe nach der anderen hier. Das ist, glaube ich, andauernd vibriert das Handgelenk. Ja. So. Ach so, repariert. Oh, es geht aber. Verliert nur 5 Punkte. Kann ich mit um. Kohle? Potassium und Kohle? Und LED? Kriege ich da jetzt alles raus? Also jetzt wird's verwirrend. Langsam werde ich verwirrt. Hier gucken wir nochmal rein. Oh, nicht schlecht. Und Potassium nehmen wir mit. Ich hätte für wetten können, also zumindest einen Mixer hätte ich hier drin erwartet. Naja. Doch nicht so cool, wie ich dachte. Kann man zumindest Mining Tools skillen. Trinken haben wir gleich wieder voll. Und die Frage, ist das jetzt gut oder schlecht? Wenn wir gleich noch zum Händler latschen wollen. Dann sollten wir uns noch ein bisschen Kapazitäten offen halten. Ja, Potassium haben ist schon mal nicht verkehrt. Also deswegen würde ich das hier ganz gerne noch mitnehmen. Zack, zack. Sind wir auch wieder hoch genug, da können wir in der Hocke arbeiten.
Aua. Mir ist Grünzeug auf den Kopf gefallen. Das hat mir fast das halbe Leben gekostet. Aua, Mami. Ich brauche ein Pflaster. Wegen so einem Grünzeug. Kann doch keiner damit rechnen, dass dieses Grünzeug da dran hängt. Und dieser Wind, der hier wieder durchzieht, das ist ja wieder unglaublich. Und ich sehe gerade, meine Kamera ist schon wieder so. Aber das werden wir wohl in der nächsten Folge wieder berichtigt sehen. Ich krissel hier so ein wenig. So ist besser. So. Ja, Freunde. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen beim Zusehen hier beim Rumirren. Und in der nächsten Folge geht's weiter, ab zum Händler, und dann schauen wir mal, was hier schon die ganze Zeit vor den Türen rumschleicht. Lasst euch gespannen. Seid gespannt oder sowas. Eher besser. Wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.